Morgen. Ich bin weg zur Bücherzelle. Ich bin ein bisschen müde unterwegs schon wieder. Ausschlafen bis 8 war nicht. Kurz vor 6 wurde ich wachgekuschelt. Oder wir wachgekuschelt. Von so einem Flauschball. Ja, und dann war auch vorbei mit Schlafen. Nochmal schlafen ging dann nicht. Action pur hier. Nun gut, dann ist dem so. Ich mache da also gleich nochmal einen Kaffee, wenn wir zu Hause sind. Und ja, mal gucken, wie der Tag heute wird. Ob ich da was Buriges finde. Also ich hätte wahrscheinlich nächste Woche das letzte Mal, wo ich Bücher mitnehme. Spätestens, also aller spätestens übernächste Woche sind alle bisherigen ausgesuchten Bücher dann weg. Über die Straße. Hallo, zurück bei mir. Haben wir gerade einen Mülleimer Würstchenbude. Ich liebe diese BSR-Sprüche auf den gesamten Mülleimern und Fahrzeugen und sowas. Ja, und heute ist wieder bücherlastig. Nur bei Rossmann. Ja, ist doch jetzt hier in der Bücherzelle. Ich zeig euch nachher. Ich filme das mit dem Handy. Die Kamera ist nämlich drüben und wir haben Katzentausch gemacht, damit ich sitzen kann. Das war der Kaffee für heute. Mein Frühstück ist fast aufgegessen. Ich habe nur meinen Croissant, habe ich schon einmal abgebissen. Aber der steht da noch. Ich bin gerade ein bisschen. Ich habe auch gerade schon die Ausgaben für heute nett eingeschrieben, damit es wieder alles schicki ist. Und habe auch gesehen, dass über BOD ein Buch gekauft wurde. Toll. Freue ich mich. Ja, das heißt auch gleich wieder ein paar Einnahmen generiert. Wunderbar. Ja, mal gucken. Erstmal wach werden und dann geht's hier auch los. Mal gucken, weil er zurückkommt. Heute kommt der aus Sachsen, einer zum Kostüm mieten. Aber der ist schon vor 2 Stunden losgefahren, das heißt, der könnte jetzt schon gleich da sein. Also sollte ja zwischen 12 und 1 da sein. Dann kommt er gleich wieder zurück. Dann kommt aber Volker nachher noch, aber nur in den Keller, die basteln dann irgendwas an dessen Roller. Und ja. Und sobald Daniel wieder da ist, können wir auch wieder hier tauschen, dann ist kein Problem. Gucken wir mal, aber so, dass ich hier wenigstens was machen kann. Ich habe ja gestern kein einziges Video schneiden können, nix. Das will ich jetzt gleich machen. Ich will trotzdem erstmal das eine Video zu Ende gucken, weil es ja 3 Tagen mir gucke, beziehungsweise gestern gar nicht. Also vor 4 Tagen angefangen habe ich zu gucken. Gut, das Video geht auch fast eine Stunde. Aber ist mir egal. Ich will noch zu Ende gucken, das sind 6 Minuten. Und dann werde ich dann den Buchschnickschnack schneiden und den Vlogi für heute. Dann muss ich mal gucken, was ich noch. Ich habe ja, glaube ich, noch ein bisschen was. Ein TikTokchen habe ich noch, eigentlich mehrere, aber eins, was heute online gehen sollte dann. Genau. Oh, alles nicht so einfach, alles nicht so einfach. Hä? Warum ist denn das nicht auf? Achso, doch. Sieht irgendwie so komisch aus hier. Irgendwie verschoben. Das ist ja merkwürdig. Wartet mal. Mal kurz gucken hier. Geht's jetzt wieder? Sieht komisch aus. Nee, egal. Der sieht echt komisch aus. Warum denn? Das verwirrt mich. Das weiß ich nicht, ist das aber. Das ist da unten. Okay. Egal. Ja, das ist mein Plan für heute, dass ich erstmal versuche, Videos zu schneiden. Ich habe auch gestern eins gedreht. Eins, bemerkt. Warum geht der das nicht weiter runter? Hier ist auch so komisch. Warte mal. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Dann ist die Anzeige immer ein bisschen besser. Nee, komisch. Es verschluckt irgendwie alles. Na egal. Ob ich das morgen schaffe, weiß ich nicht. Ich werde dann mal hier rumpuscheln, als wir nochmal den Content planen, was heute so Sache ist, von gestern verschieben. Wenn man einen Tag wieder ausgesetzt hat, ist natürlich alles wieder ein bisschen schwieriger. Man kennt's. Schreibtagebuch habe ich aussetzen lassen, weil da war nicht viel. Da kam jetzt was dazu. Ja. Na gut, dann werde ich mir hier rumpuscheln, meinen Kaffee trinken, wach werden und dann erstmal Hände waschen, meine Hände kleben ein bisschen vom Brötchen. Genau. Er liegt hier ganz entspannt rum. Ich war auch schon auf dem Balkon.
wie es aussieht, geht das nämlich anders. Teddy entspannt sich auf Daniels Bett. Alles super, Olivia. So schafft man auch mal was. Ich habe mir gerade noch mein Trinken fertig gemacht. Die Postbotin war da, sehe ich gerade. Wollte euch ja noch zeigen, welche Bücher ich mitgenommen habe. Bei Rossmann. Ich sag Bücherfelder, ne? Das ist ja. Hätte ich noch ein Buch mehr mitnehmen können, weil da gab es den dritten Band von Justin Cronin, wo ich ja letztens den ersten Band aus der Bücherzelle genommen habe. Habe ich aber zugeschlossen, nein, ich weiß ja nicht, ob ich den ersten Band mag. Bei dem anderen Buch, was ich zuerst gesehen habe, tatsächlich, konnte ich aber nicht widerstehen. Das ist der vierte Band, den ersten habe ich schon gelesen. Und ich weiß, ich werde sie irgendwann alle haben wollen, weil und so. Manuela Inusa. Mandelblüten, nein, Walnuss. Mandelblüten, dachte ich gerade, nein. Walnusswünsche? Moment, das ist der Aufkleber drauf. Walnusswünsche, ja, genau. Ja. Und man kann die ja auch unabhängig voneinander lesen, von daher werde ich es einfach wahrscheinlich den vierten Band zuerst lesen. Ja. Und dann habe ich mich schon mal ausgestattet für Weihnachten, das war in der Bücherzelle zu finden. Und zwar. Das hier. Weihnachtsglitzern von Mary Kay Andrews. Keine Ahnung, nie von gehört. Aber es sieht wieder so typisch Weihnachtsbuchmäßig aus, dass man sagen kann, okay, dann nehme ich mit. Ich bin gespannt, das heißt, ich habe schon mal das erste Weihnachtsbuch für dieses Jahr. Da ich ja alle Weihnachtsbücher vom letzten Jahr, die auch im letzten Jahr ausgelesen habe, brauchst du natürlich Nachschub, ne? Und wenn das dann schon so drin ist, dann habe ich schon mal Nachschub für ein Viertel, schon mal Nachschub für dieses Jahr. Ist auch relativ dünn, finde ich. Huch! Das hat noch nicht mal. Das hat gerade mal ein bisschen über 200 Seiten. Ich glaube, hinten war Rezepte drin. Ist gerade richtig gesehen. Tatsächlich. Mit Rezepten. Auch nicht schlecht. Ja. Gut. Ich habe auch keine Ahnung, worum es geht. Ich habe einfach, wie gesagt, ich habe nur den Titel gelesen und dachte jetzt, oh, Weihnachtsbuch. Vorher rausgeguckt, okay, klingt, sieht gut aus. Nehme ich mit. Passiert halt mal. Egal. Nur das andere für 4,99. Das gibt mein Budget gerade eigentlich überhaupt nicht her. Ich reiß mich jetzt wieder zusammen. Versprochen. Aber Manuela Inusa, hallo, Entschuldigung, ging nicht. Funktionierte nicht. Justin Cronin ging noch, weil, wie gesagt, ich weiß, den ich erstmal überhaupt mag. Deswegen konnte ich es dann liegen lassen. Aber das andere, das ging leider gar nicht. Manche Autoren muss man dann mitnehmen, wenn man sie so günstig dann findet. Tut mir leid. Oder was haben die beiden Bücher gemeinsam? Ich habe den Zigarett abgemacht, das ist jetzt voll abgefärbt. Egal, also nicht von mir, das war schon so. Egal. Da war ich echt abgegammelt. Aber haben beide Bücher gemeinsam? Na? Hier ist auch ein Rezept drin. Okay. Daniel wuselt im Keller rum mit Volkan. Ich habe nicht mehr so lange. Ist schon eine Stunde weg. Ich habe meinen dritten Kaffee und mein Mittagessen. Einen Fertigsalat von Edeka. Guck nebenbei Videos. Es wird alles fertig. Ich sollte eigentlich mal für Daniel eine Rechnung schreiben. Aber ohne Adresse ist das ein bisschen schwierig. Da hat man nur die Firma hingeschrieben, aber keine Adresse. Und ich hatte seine Kunden-Dingens, aber da waren die noch nicht bei. Da muss er mir nachher noch Bescheid sagen, wer, wie, was, wo, wann, warum. Ja. In der Waschmaschine ist gerade mein Kissen, mein Kopfkissen, dass es dann nachher wieder fluffig ist, damit ich dann nachher, oder wir nachher das Bett wieder beziehen können. Sollte er letzte Woche schon machen. Hat er nicht gemacht und da mein Kopfkissen gewaschen werden muss und er das morgens nicht schafft, es da rein zu babsen, hat diese Woche gedauert. Und ich kann mit der ich komme mit der Maschine nicht klar, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin froh, wenn ich da nicht ran hantieren muss. Gut, von daher gucke ich jetzt Videos und esse meinen Snack. Also der Salat war leider nicht ganz so lecker. Ich lag wahrscheinlich an den Kichererbsen und ich weiß nicht, ob es rote Linsen da unten drin waren. Boah, das wurde immer mehr im Mund. Es war zum Glück nicht viel davon, aber boah, nee. Das ist nicht so meins.
nicht so meins. Und ja. Nee. Habe ich überall noch Zeug im Mund davon. Bah. Jetzt mal schnell meinen Kaffee trinken zum Akklimatisieren. Zum Neutralisieren, wollte ich sagen. Bah, um diesen Geschmack wegzukriegen. Wo fahren die hin? Ha? Ich habe gerade deine gehört. Da sind die gerade schwupp weggefahren. Hallo? Aber dann ist es vielleicht gleich fertig. Weil er wollte ja an Völker oder irgendwas basteln. Oder die wollten an seinem Bruder was basteln. Könnte also sein, dass die einfach eine Probefahrt machen oder so. Und dann Niki, dann ist es danach vielleicht finito. Und er kommt wieder hoch. Das hoffe ich. Es ist halt blöd, wenn man immer nur irgendeinem Bereich geht. Ich meine, wahrscheinlich können wir da drüben sitzen und alles ist super, weil Teddy liegt einfach eingekuschelt in deines Bettdecke. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, es ist voll dunkel da. Du kannst Licht anmachen. Dass die Kamera immer noch ein bisschen heller ist als die Umgebung. Natürlich immer schön. Aber ja. Ist da ganz und gar lieb da drüben. Und die haben liegt so ähnlich auf der Couch. Beide total tiefen entspannt und alles. Ja. Ich weiß auch nicht. Wie man es macht, macht man es verkehrt hier gerade, ne? Ich bin jetzt die ganze Zeit alleine. Wahrscheinlich deswegen, keine Ahnung. Er meinte noch so, ja, ich muss den Freitag, Samstag ins Lager, ich komme ganz schnell zurück. Bis er mir heute Morgen sagte, ja, Völkern kommt heute. Ich bin so, cool. Eigentlich war der Samstag immer für uns bestimmt. Dass er Samstag nichts weiter macht. Ja. Letzten Samstag war ich nicht da, also abends zumindest. Und diesen Samstag ist er irgendwie unterwegs. Klappt prima, würde ich sagen. Ja. Naja, wie auch immer. Ich habe zumindest erstmal hier für meinen Kram alles fertig gemacht. Das ist auch schon mal schön. Ich werde wahrscheinlich nachher ein bisschen Zirp drüber nehmen und dann noch was machen. Die Lesezeichen, die Unikat-Lesezeichen zum Beispiel fertig machen. Ja. Kann ich mir Licht anmachen? Ich muss mir was raussuchen dafür. Genau. Und jetzt das Video zu Ende gucken, was ich jetzt gerade gucke. Und meinen Kaffee weiter trinken. Also heute ist es hier relativ entspannt. Tatsächlich. Katzen schlafen. Ich könnte auch schlafen, aber gut. So. Was war in den letzten Stunden los? Dani kommt zurück. Wir haben die Katzen wieder getauscht und die Zusammenführung gemacht. Ging heute wieder sehr, sehr gut voran. Erst dachte ich wieder so, oh nee, gar nicht gut. Aber doch, es wurde besser. Es war fast wieder... Bist du weitergegangen? Letzter Lecker die Straße, also Diablo. War super. Dann habe ich gesagt, okay, machen wir mal Licht aus. Und dann wurde auch richtig gut. Dann haben wir auch die Tür wieder irgendwann aufgemacht und hin und her gelaufen. Richtig, richtig gut. Er fühlt inzwischen auch auf dem Flur, was auch super ist. Vorher war das ja gar nicht möglich, dass er da füttert, auch wenn die Tür zu ist. Ne? Wenn die Tür offen ist, natürlich nicht. Aber wenn die Tür zu ist, füttert er auf dem Balkon, würde ich mal sagen. Auf dem Flur. Sehr, sehr schön. Wieder ein Schrittchen mehr. Wenn ich zu ist, ist er mutiger. Ja. Dann habe ich das Bad geputzt und man sieht geduscht. Gerade habe ich die Betten bezogen. Ich habe die aber das Bällchen wieder gefunden, das er verbuddelt hat. Hinter seiner Höhle, wie auch immer er das angestellt hat. Da hätte ich es nie gesucht. Ich musste die gerade wegnehmen, weil ich. Warum eigentlich? Ach ja, weil ich in den Schrank musste wegen Kopfkissenbezug, ein kleines. Und dann habe ich es gesehen. Ich dachte, oh, da ist ja ein Bällchen, guck mal an. Das heißt, es sind gerade drei Bällchen wieder vorhanden und wir haben auch neue Bällchen gekauft wieder. Hm. Ja. Genau. Was war noch? Ich glaube, das war es erstmal soweit. Das ist ja schon wieder einiges. So, und ich werde jetzt versuchen, noch ein bisschen zu lesen. Ich habe wohl noch nicht eine einzige Seite gelesen, wobei ich das Video zu Ende gucken würde wahrscheinlich.
Was hole ich später weiter? Ich weiß noch nicht so genau. Bin ich mir gerade unschlüssig. Aber erst mal was trinken. Ich habe Durst. Bitten beziehen ist immer so anstrengend. Oh, das liegt die ja auch schon wieder ein. Der war schon mittendrin, da steht nur dabei gefühlt. Und ja, also alles ganz entspannt hier eigentlich. Alles ganz entspannt. Ja. Genau. Passt. Würde ich sagen. Soweit ist alles schnicki. Genau. So, ich glaube, das war's auch für heute. Mehr passiert hier sicherlich nicht mehr. Und wenn noch, wie gesagt, dann wie immer melde ich mich halt nochmal. Aber eigentlich sollte heute nichts mehr passieren. Noch entspannt den Abend ausklingen lassen. Genau.